Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber. Hierbei heißen wir Zockt. Ah, Kesselwagen. Schön, sehen wir mal wieder einen schönen Güterzug. Haha, denn ja, jetzt geht's zurück zum Thema gelber Schnellzug. Wenn ich es finde. Irgendwo hier war das doch. War das nicht in Weißbach? Doch, doch. Hier oben, da ist es ja. Gut. Es gab noch die Idee aus der Community, nämlich, dass wir diesen schnellen gelben Zug vielleicht auf die Universallinie setzen. Das finde ich gar nicht so schlecht. Allerdings, jetzt haben wir halt schon damit angefangen, diese Strecke hier zu bauen. Und zudem, ich weiß nicht, ob der mit seinen 160 Kilometern pro Stunde irgendwie auf die Universallinie passt, weil ja, dann ist halt mehr am Bremsen wie am Fahren, wenn er da von Bahnhof zu Bahnhof düst. Deswegen vielleicht doch besser so eine separate Linie machen. Lachen musste ich noch von wegen hier oben, da stand noch in den Kommentaren, ja, wenn mal nicht die Lebensmittelfabrik blinkt, dann macht das jetzt die Universallinie. Ja, die hat das jetzt sozusagen übernommen. Und das wird auch noch ein Momentchen so bleiben, zumindest bis wir die Strecke fertig haben. Und das wird noch ein Momentchen dauern. Wo wollten wir hin? Nach Zerdingens. Zermampfel, nee, wie hieß es? Zermützel, glaube ich. Irgendwo hier oben ist das, ja, da haben wir's. Das ist also noch eine längere Strecke. Und jetzt sehe ich gerade, hier unten haben wir eigentlich die Situation. Moment. Hier hinten ist es. Dass wir eigentlich dieses Gleis hier mitnutzen könnten. Die Frage ist, sollen wir das? Wenn wir hier gucken bei der Linie. Das ist, ich glaube, da vorne, das müsste der Güterzug sein, den wir eh gerade gesehen haben. Na, wo haben wir denn die Linie? Moment, machen wir mal so. Treibstoff ist das, jawohl. Okay, könnte man machen. Die Frage ist halt, sieht das nicht fast besser aus, wenn die, ja, frei fahren können, die gelben Züge, wenn die nicht noch blockiert werden, hier von den Güterzügen auf der anderen Seite. Das ist so ein langes Gleis. Das macht eigentlich schon Sinn, dass wir da, wisst ihr was, das nutzen wir mit. Weil wir spielen nicht wirtschaftlich, noch nicht. Das machen wir, wie gesagt, wahrscheinlich dann mal in der nächsten Staffel. Sondern wir spielen, ja, so, dass es nach was aussieht. Und irgendwie, ich weiß auch nicht, hier wieder vier Gleise. begeistert mich jetzt nicht gerade so wahnsinnig. Was haben wir hier an Tempo? 300, das reicht dicke. Der Zug macht 160. Dann können wir das so übernehmen. Und jetzt düsen wir hier, ja, im Prinzip nach dem Signal wäre eine Idee. Dann können wir das sozusagen schon mal mitnehmen. Dass wir das so machen. Was haben wir an Tempo? Hier muss er halt ein bisschen runterbremsen. 128, das ist ganz klar. Wobei, jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, nein, wenn er runterbremsen muss, und das muss er halt, jetzt kriege ich das nicht mehr weg. Come on. wir machen doch separate Gleise. Bau nicht möglich? Warum kann ich das denn jetzt nicht abreißen? Muss ich jetzt da echt alles abreißen. Zack, offensichtlich ja. Dann machen wir das halt. Irgendwie gefällt mir das nicht, wenn er hier wieder runterbremsen muss. Nee, wir machen da ein eigenes Gleis. Dann fahren wir hier parallel zum Güterzug. Das sieht auch besser aus wahrscheinlich. Dann haben wir mehr Verkehr und haben mit Sicherheit weniger Standzeiten. Na, wo ist hier unser Dingens? Hier hinten haben wir sie dann noch gucken, da vorne. Na, bisschen rauszoomen. Da rein. So, und hier gucken von wegen Bahnübergang natürlich. Wir machen mal Land. Wir haben hier hinten so ein separates Teil, genau. Vielleicht sogar unbeschrankt. Auf dem Land haben wir hier unten auch noch was. Ja, hier haben wir auch noch was. Oh, hier ist auch unbeschrankt. Okay, dann ist das die unbeschrankte Gegend hier. machen wir das doch so. Und da vorne wäre es sowieso gewesen, wenn wir jetzt in dieses Gleis reingegangen wären. Hätte das durchaus zu Problemen führen können, dass wir da vorne wieder rauskommen. Was aber hier natürlich auch ist, da haben wir eine Brücke. Und hier vorne ist dann das Städtchen sozusagen ein bisschen im Weg. Hier hinten würde ich nicht lang, sondern da machen wir hier eine Brücke auch hier rüber. Warum nicht sogar parallel? Geht das? Jawohl, das geht da nicht problemlos. Nur wir wollen da natürlich in die Richtung weiter. Okay, dann brauchen wir nicht. Beziehungsweise, ja, wir machen das genau gleich, wie wir es hier haben, dass wir zuerst vielleicht einen Damm haben. Wobei, hier ist natürlich die Straße noch im Weg. Ach, das werden wir sehen. Wir düsen jetzt erstmal nach da hinten. Müssen hier aber natürlich von der Strecke ein bisschen weg. Und das möchte ich gerne mit ein bisschen Schwung machen. Damit wir wenigstens die 200 trotzdem noch haben. Und wir haben sogar die 300. Schaut euch das mal an. Das ist eigentlich kein Problem. Okay. Zack, gekauft, hier zurück. So, was mir auch noch einfiel, wir wollten doch noch LKWs machen bei der Killerbrücke. Das machen wir dann auch demnächst mal. Das ist wieder etwas, was wir schön machen können, um
dass den Bau der Universalstrecke sozusagen ein bisschen aufzulockern. Das müsste hier auch reichen vom Tempo her, deswegen machen wir's. Ja, ich wusste, dass irgendwo kommt ein Problemchen mit den Straßen. Macht nichts. Da kappen wir die Straße da vorne. Werden wir gleich angehen. Ich gucke nochmal schnell. Auf der Seite geht's wie immer, ganz klar. Hier geht's nicht. Wir könnten jetzt natürlich auch die Gleise hierhin machen, das Ganze so umbauen, dass der Zug halt hier lang fährt, der Güterzug. Aber das möchte ich nicht. Es ist, glaube ich, schon einfacher, wenn wir hier das Teil kappen. Das ist ja relativ schnell wieder gebaut. So, jetzt habe ich da noch ein bisschen Gleis erwischt. Kein Ding, kriegt er zurück. Wir sind ja nicht so. Weil hier kommen wir nämlich rüber. Dann werden wir das ausnutzen, dass wir hier rüberkommen. Ist das auch unbeschrankt? Tatsächlich, die ganze Gegend. Okay, ich lasse das so. Ich finde das irgendwie interessant, wenn wir das auch mal haben. Ist ganz klar, das ist ein schnellerer Zug mit 160. Aber ich glaube, die Güterzüge hier, die machen auch 160, wenn ich mich nicht täusche. Jawohl, machen sie auch. Von daher, ja, ich würde mal sagen, mutig. Aber hier fährt ja eh keiner durch. Die fahren ja alle hier lang. Gut, wir brauchen die Straße. Und zwar Country war das. Und dann... Habe ich hier Country? Ja, Country 2. Okay. Country 2. Gerne mit Bäumchen. Na, wo bist du? Müsste doch eigentlich hier sein. Da haben wir es ja schon. Jetzt mal gucken, wenn wir hier so rüber gehen. Das würde gehen. Das geht sogar... Ja, das geht sogar so. Okay, dann machen wir das. Zack, gekauft. Bahnübergang. Ahoi, wo bist du? Hier unten. Machen wir hier aber mal wieder eine Schranke, aber halt nicht links, sondern normal. Das würde heißen, zack, so zum Beispiel. Passt. Gut, okay. Wir machen weiter mit unseren Gleisen. Denn das Ziel ist natürlich schon, ich guck mal schnell auf die Uhr. Ja, ganze 7 Minuten haben wir schon. dass wir diesen Zug heute noch sehen. Also das wäre schon die Idee, dass wir mit dem vielleicht sogar noch mitfahren können. Oder dass wir halt zumindest den Zug kaufen können. So, jetzt haben wir hier Damm. Das funktioniert sogar. Das funktioniert aber mit dem anderen Gleis nicht mehr. Das wird dann schwierig. Vielleicht hier nur eingleisig bauen. Ja, gefällt mir irgendwie auch nicht wirklich. Wo wird das zur Brücke da vorne? Okay, also der Damm kommt bis hier hin. Das ist mal in Stein gemeißelt, beziehungsweise noch ein bisschen weiter. Jetzt müsste es ungefähr passen. Jetzt passt's. Okay, gebonkt. Und jetzt nehmen wir den mit. Der hat halt keine Kollisionsabfrage. Deswegen können wir hier in die Straße rein. Das ist irgendwie nicht ideal. Können wir die Straße ändern? Oh oh, müssen wir wieder das ganze Viertel abreißen. Soll ich das tun? Das ist jetzt natürlich... nee, wisst ihr was? Wir schauen mal, ob wir nicht das zweite Gleis hier anders rüber kriegen. Sprich, dass wir hier vielleicht eine Brücke machen. Wenn wir hier nochmal weggehen. Hier raufgehen. Oder wir könnten das ja nochmal so machen mit diesem neuartigen Dings. Page up. Das wäre plus minus etwa hier. Dann gehen wir hier rüber. Reicht das von der Höhe her? Nein, das reicht. Das reicht bei weitem nicht. Okay, dann müssen wir hier noch mal ein bisschen höher gehen. Page up. Jawohl, jetzt wird es passen von der Höhe her. Machen wir die Brücke? Irgendwie, die Brücke wäre halt ja die gleiche wie da hinten. Wenn ich hier ansetze, dann kann ich die Brücke nicht auswählen. Das ist klar, wenn ich Shift drücke und das Ganze so mache, dann macht das mehr Sinn. Ist das gerade irgendwie... Es ist gerade. Das Problem ist, der Damm ist nicht gerade. Der Damm hat ein Gefälle. Deswegen sieht das so aus, als wäre es nicht gerade. Das ist aber ein bisschen doof, weil wir müssen dann hier vorne so komisch rauf. Und das möchte ich natürlich auch nicht. Machen wir das so. Dann ist es nämlich halbwegs parallel. Oder wir machen es sogar ohne. Ja, diese Neuerung hier. Die ist wahrscheinlich sogar besser. Dann kriegen wir das besser hin, habe ich das Gefühl. Na, hier raufgehen. Wir müssen halt die richtige Stelle erwischen. Moment. Also, wir fangen hier an. Ja, so wird ein Schuh draus, denke ich. Okay, jetzt hätten wir das richtige Gefälle. Möglichst nah ran. Okay, passt. Die Brücke lasse ich so. Und jetzt schauen wir mal, was daraus wird. Hier vorne können wir eigentlich wieder reindüsen. Ja, dann haben wir eben hier den Damm nicht. Moment, ich wollte den Damm hier haben. Weil hier haben wir auch den Damm. Machen wir nochmal. Also, wieder mit Shift. Zack, zack, hier rauf. Dann hier unten Kollege Damm einzeichnen, wenn ich ihn finde.
Da ist er doch. Höhe ändern. Jawohl, gefällt mir relativ gut. Das können wir so machen. Okay, dann sind wir hier halt ein bisschen weg. Wahrscheinlich haben wir hier sogar eine Bremse drin. Aber das macht auch nichts, weil anders geht es fast nicht. Das wäre dann bis, sagen wir mal, hier hin. Okay, da kommen sie mit den Autos noch durch. Dann wird das hier zur Brücke. Aus Rücksicht auf die Fahrzeuge und die Straße da unten. Sieht ein bisschen komisch aus, würde ich auch sagen. Aber, ja, sonst hätte ich hier den... Wisst ihr was, das machen wir anders. Das sieht tatsächlich komisch aus. Wenn es hier wieder zum Damm wird... Nee, das lassen wir so nicht. Wir machen das folgendermaßen. Wir kappen das wieder. Wir machen das anliegend. Und werden hier tatsächlich in der Stadt drin. Ein bisschen wüten müssen. So, jetzt haben wir nämlich Platz. Mache ich immer relativ ungern. Aber es ist halt dann doch irgendwie am einfachsten, wenn man es so macht. So, hier wird es zur Brücke. Und hier wollen wir eben eigentlich dann so hier rüber. Aber nicht mit dem Damm, nein, sondern mit der Brücke. Das wäre dann plus minus etwa so. Wie sieht das aus? Ja, das kann man, denke ich, machen. Okay, das zweite Gleis, das folgt dann genau gleich. Stimmt die Ausrichtung? Wir wollen wahrscheinlich eher hier hin. Und müssen dann eine Kurve machen. Okay, die Kurve machen wir. Das heißt aber hier, dass wir eigentlich die Ausrichtung in die Richtung ziehen können. Okay, passt eigentlich auch. Vielleicht sogar noch ein bisschen runter. Ja, nee, dann kommen wir hier in den Tunnel rein. Beziehungsweise, ja doch, dann gibt es einen Tunnel. Dann geht er da so früh runter, dass er ans Gleis rangehängt wird. Machen wir es so. Sieht eigentlich auch ganz nett aus, finde ich. Wir kaufen das. Nehmen das Teil hier mit. Und das funktioniert tadellos. Das ist beruhigend. So, hier lang, hier nach vorne. Gerne mit ein bisschen Gefälle. Dann gibt es hier einen Tunnel. Das ist auch in Ordnung. Wir nehmen, was nehmen wir denn hier Schönes? Ich würde sagen, dieses massive Portal. Okay. Die Ausrichtung müsste ungefähr stimmen. Eben wie gesagt, ungefähr da wollen wir hin. Können wir das auch so machen, relativ gerade. Schnapp und hier einmal durch. So, und jetzt müssen wir hier wieder gucken, dass wir hier rüberkommen. Das machen wir hier wieder ebenerdig. Okay, dann haben wir sogar eine Aufschüttung, eine kleine. Bis hier hin, oder bis hier hin. Und dann hier geht es wieder auf eine Brücke rauf. Oder hier vorne schon. Das können wir aber definitiv aufschütten. Okay, funktioniert auch. Dann haben wir hier die Brücke. Jetzt machen wir hier mal nicht die Güterzugbrücke, sondern eine schnelle, weil das gibt ja einen Schnellzug. So, okay, passt. Halt, ich wollte gar nicht mehr verändern. Ja, vielleicht sogar ein bisschen zurück noch. So, dass wir aber auch wirklich den Pfeiler noch haben. Sehr gut, passt. Dann nach hier. Ich würde sagen, wir bleiben hier gleich mal auf der Höhe. Weil hier kommen schon wieder Gleise. Und da vorne kommt der Fluss. Da müssen wir dann auch wieder Höhe haben. So ein bisschen mit runtergedrückt das Ganze. Und diesen Bereich hier. Sollen wir da einen Damm machen? Ja, ich weiß, in den Kommentaren stand schon wieder, ob ich irgendwo lebe, wo ich die ganze Zeit eine Mauer sehe. Weil ich die Dämme so mag. Aber eben, das ist ein Teil der Landschaft. Das ist nun mal einfach so. Vielleicht nicht gerade hier auf dem Land. Wobei, gefällt mir eigentlich relativ gut. Das Problem ist, wenn wir das aufschütten wollen, das wird wahrscheinlich nicht gehen. Ja, ja, ich habe es vermutet. Terrangleichung nicht möglich. Selbst wenn wir hier ein bisschen rumwedeln, das geht nicht. Hier wird es gehen. Bis hierhin geht's. Ja, gefällt mir auch nicht. Wir bleiben bei der Brücke. So, also so. Dann hier dran vorbei. Ist das gerade? Jawohl, plus minus. Vielleicht können wir hier sogar noch ein bisschen das Ganze so machen. Bis hierhin, da mit einer Brücke rüber und da hinten kommen wir wieder auf die Erde. Ja, dann haben wir hier einfach den ganzen Bereich ein bisschen höher. Das ist auch in Ordnung. So, wo ist mein Gleis? Aha, hier hinten, gut versteckt. Halt, man müsste es noch richtig erwischen. So, bis hierhin klappt. Halt. Ja, es ist halt auch, wenn man zu weit weg ist, ist das so eine Sache. Man müsste ein bisschen näher ranzoomen. So, hier rüber, gerne nochmal mit einer Kurve. Haben wir hier Schiffe? Ja, das ist eine Frage. Da ist sogar so ein Schiff. Also, das würde zwar noch durchkommen, das können wir aber auch so machen. Dann kommt das Schiff nämlich ganz sicher durch. Und von der Ausrichtung her, ja, müssten wir eigentlich hier ein bisschen eher in die Richtung. Und diesen Bereich hier, den hätte ich dann gerne wieder aufgeschüttet. Deswegen gehe ich hier nochmal zurück.
baue das mal bis, sagen wir, hier hin. Das zweite Gleis haben wir hier ja auch noch, da müssen wir aufpassen. So, funktioniert. Das Schiffchen kommt problemlos unten durch. Und wir düsen hier lang. Und jetzt könnte man hier natürlich auch noch mit einer Brücke rüber. Da haben wir nämlich schon wieder ein Gleis. Ja, das wäre okay. Die Frage ist, kommen wir da mit dem zweiten Gleis auch noch lang? Das wage ich ein bisschen zu bezweifeln. Wir können es natürlich so machen, dass wir zuerst das zweite Gleis nehmen. Und mal gucken. Ja, das klappt aber tatsächlich auch. Das ist ja ganz interessant. Okay, kaufen wir. Ja, hier kommen wir auch lang, ohne dass wir ein Gebäude verlieren oder irgendwie ein Problem bekommen. Das ist sehr schön. Jetzt bräuchte ich hier noch, zack, das Teil. Sauber, kommen wir hier hoch. Und jetzt gehen wir aber tatsächlich auf die Erde zurück. Möglichst schnell. Und schütten hier noch auf. Und da oben irgendwo, da ist Zermützel. Also die Richtung stimmt. Bauen wir. Kann dann nicht mehr so weit sein eigentlich. Jetzt muss ich aufpassen. Wir hatten hier ein bisschen Gefälle. Genau, ich möchte natürlich nicht in den Tunnel rein. Das muss nicht sein. Sondern wir machen das so. Gibt da eine schöne Grube. Die Ausrichtung stimmt immer noch. So, jetzt gibt es dann irgendwann wahrscheinlich doch noch einen Tunnel. Nee, doch nicht. Aber hier kämen wir wieder auf eine Brücke. Das ist eigentlich eh was wir müssen. Nee, müssen wir nicht. Wir haben kein Gleis hier. Wir haben hier eine Straße. Aber wir hätten hier nochmal ein Gleis. Das heißt, da müsste man tatsächlich nochmal auf eine Brücke rauf. Aber erst da vorne. Also hier noch nicht. Da gibt es dann ein kleines Tunnel. Ich denke, dieses kleine Tunnel, das können wir nehmen. Nehmen wieder dieses Portal. Okay. Die Straße habe ich, glaube ich, hinten wieder dazugegeben. Ja, habe ich. Also da, wo wir sie gekappt haben, damit wir mit dem Gleis durchkommen. Weil das sieht auch so aus, als könnte man hier, je nachdem, ein kleines Problemchen bekommen. Ja. Ausrichtung. Doch, Ausrichtung ist in Ordnung. Wenn wir hier das zweite Gleis rüberkriegen. Ja, okay, dann lassen wir es. Dann müssen wir hier nichts ändern. Außer eben die Schranke. Was haben wir denn hier Schönes? Aha, das Teil. Wenn ich jetzt wüsste, welches das Teil genau ist. Vielleicht irgendwie sowas in der Richtung. Ich ändere das jetzt hier, damit wir an beiden Stellen das gleiche Teil haben. Wir nehmen hier 1991. Okay. Und hier nehmen wir eben auch 1991. Das wäre dann hier hinten. Muss man nicht so machen, kann man so machen, ganz klar. So, dann haben wir wenigstens an beiden Stellen den gleichen Bahnübergang. So, ich schnapp mir wieder mein Gleis. Mach das mal bis hier hin. Und jetzt bräuchten wir hier wieder Höhe. Damit wir wieder auf die Brücke kommen. Beziehungsweise vielleicht sogar auf den Damm. Also bis hierhin meinetwegen einen Damm. Dann haben wir hier nämlich doch auch noch einen Damm drin. Sonst haben wir nämlich keinen. Passt das? Das ist das rechte Gleis. Das passt perfekt. Ja, und dann geht es auf die Brücke rauf. Die Frage ist, ob das funktioniert. Dass wir hier mit einer Brücke rüberkommen, werden wir gleich wissen. So, plus minus so. Ja, und jetzt hier ein bisschen basteln. So geht's. Okay, machen wir das wieder irgendwie in die Richtung. Aber nicht mit der Brücke, das darf gerne wieder eine schnelle sein. Warum nicht mal die hier unten? Moment, wo war die? Die hier, die ist doch eigentlich auch relativ cool. Passt, aber dann nicht da Richtung Stadt, sondern eher in die Richtung. Wenn es geht, Brückenpfeilerkollision, ist klar, ich sehe es. Ja, sonst machen wir so und dann einen kleinen Bogen. So, nochmal zurück. So. Ich hoffe, das klappt mit dem zweiten Gleis auch. Wir werden es gleich wissen. Nein, Kollision. Und auf der anderen Seite. Das könnte man entsprechend korrigieren. Haben wir auch eine Kollision. Okay. Sollen wir das tatsächlich so machen? Es wäre wahrscheinlich einfacher, man würde einfach dran vorbeigehen. Das Problem ist, ich finde das relativ cool so. Wenn wir hier noch ein bisschen über die Stadt drüber düsen. Aber man sieht schon. Ja, oh doch, so wird es aber gehen. Da wird ein Gebäude entfernt. Und dann mit Schwung hier zurück. Wir müssen hier oben irgendwie in den Bahnhof rein. Wo war der gleich nochmal? Der hier. Das war irgendwie. Ja gut, das können wir auch von der Seite her. Dass wir hier mit einer Brücke rübergehen. Das würde eigentlich auch gehen. Sollen wir das so machen? Dann haben wir hier einen eingleisigen Bereich, weil es funktioniert nicht mit zwei Gleisen. Oder wir machen mit dem zweiten Gleis was anderes. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Guck mal, wenn wir irgendwie das Ganze so machen. Hier wieder Höhe generieren. Machen wir wieder den Damm draus.
Ladam, ladam, ladam. Lamadam, wo bist du? Hier unten. Okay. So, dann kommen wir hinten wieder zusammen. Mal gucken, ob das funktioniert. Brücke war die hier unten. Das kann man sich relativ leicht merken. Man muss sie nur wieder finden. Da. Okay, ja, das funktioniert. Schau an, schau an. Vielleicht sogar hier andocken. Ich kann ja mal gucken, ob es in dem Bereich möglich wäre, dass wir das Gleis langziehen. So nicht. Es gibt immer gewisse Bereiche, wo es funktioniert. Ja, oder auch nicht. Nein, funktioniert nicht. Dann müssen wir das tatsächlich separat machen. Okay, hier rüber. Halt! Bitte hier andocken. So, sauber. Dann ziehen wir das irgendwie nach hier. Möglichst irgendwie in einer gewissen Form parallel. Allerdings, ja, wir bräuchten hier natürlich nicht den Damm. Müssen wir anders machen. Ich höre gerade wieder, dass hier wieder gebaut wird. Es ist unglaublich. Jetzt sind sie wahrscheinlich wieder am Haus dran, nebenan. Docke, 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 docke. Ich hoffe, das hört man nicht auf dem Video, sonst tut es mir einmal mehr leid. Ich habe halt keinen Einfluss darauf, was hier gebaut wird und was nicht gebaut wird. Aber das ist eigentlich in Ordnung. Vielleicht hier noch ein bisschen runter. Nochmal ein bisschen in die Richtung gedreht. 170, das reicht vom Tempo her immer noch. Und wenn wir jetzt Glück haben, kommen wir hier nämlich auch rüber. Mal gucken, wie wir das genau machen müssen, dass wir rüberkommen. Irgendwie schaffen wir es. So zum Beispiel. Okay, und dann müsste man da mit den Gleisen irgendwie wieder zusammenkommen. Ja, das ist zu fest gebogen. Ich würde sagen, so. Okay, passt. Jetzt mit dir noch hier rüber. Dann müssen wir auch da gucken. Brückenpfeiler, Brückenpfeiler. Das klappt eigentlich auch relativ gut. Die Ausrichtung stimmt auch. Die Höhe können wir eigentlich belassen. Wobei, hier könnte man noch unten durch. Da müssen wir hier aber tatsächlich eben nochmal kurz auf eine Brücke rauf. Da ist die Frage, ob wir nicht vielleicht eine Brücke machen, die da über die Brücke rüberführt. Dann hätten wir hier aber einen langen Bereich. Ne, das machen wir nicht. Wir gehen hier runter. Das funktioniert sogar. So, hier können wir auch das Tempo schon ein bisschen verlieren. Das ist eigentlich egal, weil da vorne ist sowieso Kollege Bahnhof dann. Wir verlieren nicht mal Tempo. Guck mal, 220. Das ist eigentlich genau, was wir brauchen. Moment. Warum haben wir jetzt wieder Brückenpfeiler-Kollision? So haben wir keine. Dann machen wir das so. Und jetzt müssen wir mal noch gucken, wie wir vorne reinkommen. Komme ich mit dir irgendwie hier ran? Komme ich. Dann haben wir überall eigentlich genug Tempo. Wobei, hier haben wir nur noch 153. Abgesehen davon, dass es nicht klappt. Jetzt haben wir 161. Ja, sauber. Passt. Nehmen wir. Dankeschön. Düsen hier lang. Die Felder, die zerstört werden, die interessieren uns nicht groß. Die Frage ist höchstens, ob man vielleicht mit einem größeren Bogen hier außen rum muss. Oder wir machen es ganz anders. Das haben wir jetzt bis hierhin. Jetzt gucken wir, was wir hier oben machen. Wenn wir dieses Gleis hier mitnehmen. Das hier wäre es wohl gewesen. Ich gucke mal sicherheitshalber nochmal schnell. Terminals. Ja, das ist Gleis 1. Oh, ist da schon ein Zug drin? Nein, da ist einmal ein Gleis, das da rausgeht. Okay. Könnte man vielleicht sogar da rein? Wo sind denn jetzt? Dann hätten wir ja nicht rüber gemusst. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit gewesen. Habe ich jetzt nicht bedacht. Aber das ist eigentlich fast schöner, finde ich. Wenn wir hier eben durch die Stadt oder über die Stadt rüber gehen. Deswegen nehmen wir das Gleis hier hinten. Oder wir düsen ganz außen rum und dann hier rein. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Aber das ist fast ein bisschen zu krass. Wir gucken mal, ob das überhaupt geht, dass wir hier auf eine Brücke raufkommen. Ja, das geht problemlos. Haben wir hier die Aufschüttung. Oder halt, wir sind in der Stadt drin. Da könnte man glatt nochmal den Damm machen. Ja, wobei wir haben hier auch keinen Damm. Ne, wir machen hier die Aufschüttung. Gefällt mir eigentlich fast besser. Die muss allerdings nicht so hoch sein. Das reicht, wenn sie so ist. Schauen wir mal. Dann hier rüber geschwungen. Ja, das funktioniert eigentlich prächtig. Sauber. Allerdings machen wir das auch wieder mit irgendwie eher einer schnelleren Brücke. Ausrichtung. Da unten ist das Gleis. Das passt. Kaufen wir. Nehmen dich mit. Düsen hier unten durch. Und schauen wir. Dann haben wir da vorne die Kurve. Wir machen mal noch eine Kurve ein bisschen in die Richtung. Ja, das ist natürlich dann doch nicht ideal. So geht's. Okay, wieder mit dieser Brücke.
Jetzt gefällt mir hier nicht, dass die hier relativ gerade ist und dann hier so rauf geht. Allerdings, das müssen wir so machen, sonst kommen wir da ins Gleis rein. Die andere Möglichkeit wäre, dass wir jetzt hier tatsächlich auf die Erde zurückgehen und unten durchdüsen. Das müsste doch eigentlich auch funktionieren, nämlich so. Ja, klappt eigentlich. Vielleicht sogar aufschütten. Dann wird irgendwas entfernt. Drei Felder. Okay, die Felder, die sind uns relativ egal. Jetzt muss ich noch aufs zweite Gleis achten. Das käme wahrscheinlich hier irgendwie lang. Gut, ich baue das mal. Zack, sauber. Und dann guck nur mal schnell. Wenn wir hier rausgehen, dann wären wir auf der Seite. Jawohl, das klappt auch. Dann machen wir hier die Weiche. Ja, geht nicht. Muss ich von hier kommend machen. So, perfekt. Hier weiter. Und hier rüber kommen wir sogar auch. Das ist ja wunderbar. Dann schaffen wir es nämlich tatsächlich noch, dass wir das jetzt noch verbinden. Ja, brauche ich aber nochmal das andere Gleis. Das wäre das hier. Und das würde hier reinkommen. Und dann haben wir nämlich auch kein Tunnel mehr, nix. Und hier das Tempo ist auch immer noch beileibe okay. Der Zug macht 160, da braucht er die 174 nicht mehr. Er kriegt sie aber, weil er nett war. Gut, hier brauchen wir noch einen Bahnübergang, ganz klar. Hier haben wir wieder die linke Variante. Nee, doch nicht, hier haben wir eigentlich schon einen Bahnübergang. Nee, man müsste vielleicht noch von der Straße her gucken. Gut, zack, Bahnübergang. Hier rüber, da rein. Und jetzt hoffe ich mal, das müsste funktionieren. Wir werden es gleich wissen, weil jetzt machen wir die Linie. Wenn ich den Bahnhof erwische. Okay. Ja, schade. Wir können mit dem Zug nicht mehr mitfahren, sehe ich gerade. Die Zeit ist leider schon wieder um. Aber wir werden in der nächsten Folge natürlich relativ schnell mitfahren. Ist das hier Weißbach? Moment, das muss man abwählen. Jawohl. Das heißt, wir wollen hier rein. Zack. Und da haben wir nämlich dann auch schon tatsächlich das Gleis eingezeichnet, natürlich noch ohne Zweigleisigkeit, da die Signale fehlen. So, und das ist dann unser, wenn ich jetzt wüsste, wie der Zug heißt, wisst ihr was, das machen wir noch schnell. Dann könnte man die Linie nämlich entsprechend benennen, weil der müsste relativ schnell zu finden sein. Ich hoffe, das ist jetzt nicht irgendwie ein riesig komplizierter Name. Also, gelber Zug, wo warst du? Nein. Nein, da ist er. NS Wirm. Naja. Fiktional sogar. Aha, okay, den gibt es in dem Sinn gar nicht. Überland. Eine Überlandstraßenbahn hat er gezogen. Eckerital von Bahn nach Menzingen. Das ist sogar eine Schweizer Erfindung. Oder habe ich jetzt den falschen Zug angeklickt gehabt? Nee, offensichtlich habe ich den falschen Zug erwischt. Da steht aber trotzdem fiktional. Was haben wir denn so Meaning? Ja, okay, wie auch immer. Wir nennen den gelbes Ungeheuer. Machen wir das doch so. Ich brauche die Linie. Linie 1 wäre das. Jetzt haben wir hier nochmal eine. Eine pinkfarbene Linie 1. Wo ist die denn? Die löschen wir mal, weil die. Ne, die löschen wir nicht. Da haben wir vielleicht was vergessen, um zu benennen. Da müssen wir nachher schnell gucken. Also, das ist dann die Linie. Oder wir machen das so. Der gelbe Riese. Es gibt den weißen Riesen, das wäre fast schon Werbung, wenn es die Firma noch gäbe wahrscheinlich. Der gelbe Riese. Weißbach. Zermützel. Zermützel. Okay, passt. Ist gebongt. Der gelbe Riese, da müssen wir wissen, welcher Zug das ist. Jetzt befinden wir raus, wo diese eine Linie ist. Hier, Linie 1. Die muss ja irgendwo in der Nähe sein. Die Frage ist, wo? Nee, ist sie nicht. Moment, nochmal schnell die Linie aufrufen. Hier runterdüsen. Wir haben hier ja nur die sichtbaren Linien. Das ist ein Zug in dem Fall. Okay. Ich sehe den doch nicht. Sieht ihn gerade jemand? Nee, offensichtlich haben wir die Linie in dem Sinn gar nicht. Sondern die haben wir irgendwie mal irgendwann gemacht. Dann können wir die löschen. Dann brauchen wir die tatsächlich nicht. Wenn die nirgends lang führt. So, und sonst werden wir sie halt nochmal ganz einfach installieren. Ganz klar. Gut, wir lassen laufen. Danke fürs Zusehen. Hoffentlich ein bisschen gefallen. In der nächsten Folge gibt es den gelben Riesen, der hier nach Zermützel düst. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.